Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video will ich euch gerne wieder meine Aktienkäufe von gestern vorstellen. Ich habe nämlich gestern 3.500 Euro wieder in Aktien investiert. Ich habe zwei weitere Aktien gekauft und welche Aktien das sind bzw. warum ich da rein investiert habe, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Woran habe ich mein Geld investiert? Ich habe gestern in zwei Aktien investiert, nämlich einmal die Tencent Holdings. Da habe ich insgesamt 35 Aktien gekauft, insgesamt für 2.349,90 Euro. Tencent Holdings gibt mir eine Dividende von 0,29%. Und das Ziel ist hier vor allen Dingen long zu gehen. Das heißt, die Aktie auch nicht innerhalb der nächsten Monate, vielleicht sogar nicht innerhalb der nächsten Jahre zu verkaufen. Das heißt, ich hoffe, dass sie wirklich Tencent über viele, viele Jahre halten kann, beziehungsweise dass es Sinn macht, sie über viele Jahre zu halten. Das ist derzeit zumindest noch mein Ausgangspunkt. Und dann das zweite Investment war nochmal in Delivery Hero. Da hatte ich nochmal nachgelegt. Ich hatte ja gestern schon mal oder praktisch den Tag davor, hatte ich 346,50 Euro investiert, hatte da drei Stück gekauft und jetzt habe ich nochmal 10 Stück gekauft für insgesamt 1.190,50 Euro. Delivery Hero gibt keine Dividende und das Kursziel pro Share liegt bei 140 Euro. Das heißt, das Ziel pro Aktie, wo ich sagen würde, gut, da würde ich auf jeden Fall verkaufen. Ihr habt es vielleicht gesehen über die letzten Tage. Ich hatte jetzt immer eigentlich alle paar Tage mal ein paar tausend Euro investiert. Wie viel Geld werde ich ungefähr pro Monat investieren? Also mein Ziel ist es ungefähr derzeit 20.000 Euro pro Monat zu investieren. Ich hoffe, das über die nächsten Monate erstmal zu machen. Bloß ich muss zugeben, dass ich wahrscheinlich das jetzt mal für einige Monate machen werde. Bloß wahrscheinlich auch relativ bald wieder innehalten werde. Einfach nur aus folgendem Grund. Nämlich ich bin mir sowieso jetzt gerade schon so ein bisschen unsicher, ob ich noch mehr Geld reinstecken sollte. Einfach nur aus folgendem Grund. Sehr viele Tech-Aktien gehen derzeit den Bach runter, sehr viele neue Möglichkeiten eröffnen sich und ich denke mir, vielleicht soll ich ja ein bisschen mein Geld erstmal aufsparen und dann anschließend, wenn diese ganzen Tech-Aktien gefallen sind, mal wieder Geld investieren. Übrigens, morgen wird noch ein Video zum Thema Alibaba kommen. Ich habe jetzt dennoch schon mal Tencent Holdings eingekauft. Ich hatte ja auch gestern schon mal Alibaba Group eingekauft. Dann natürlich ADR, also 1.537,60 Euro hatte ich hier in die ADR investiert. Und warum ich das vor allen Dingen getan habe, da kommt noch morgen Video zu, aber jetzt geht es erstmal um Tencent Holdings und Delivery Hero, das heißt, warum habe ich da 3.500 Euro investiert? Beginnen wir am besten zuallererst mal mit Tencent. Die schlechten Neuigkeiten über Tencent waren in den letzten Tagen überall zu lesen. Ihr könnt hier einfach mal auf Google gehen, da werdet ihr Folgendes sehen, nämlich wenn ihr zum Beispiel einfach Tencent Aktie eingibt, dann wird hier stehen Tencent Aktie aktuell, Tencent fällt tief oder Tencent Milliarden verkauft durch Top Investor, was ist die bessere Schiene Aktie und so weiter und so fort. Und das Interessante, was man auch hier lesen kann, ist das Folgende, nämlich dass die Investmentfirma Prosus anscheinend 14,6 Milliarden Dollar abstoßen will und das hat natürlich dazu geführt, dass einfach der Kurs sehr, sehr stark nach unten gegangen ist, weil die halt einfach ein großer Investor in Tencent sind. Bloß das Interessante ist das Folgende, nämlich dass Prosus sagt, okay, wir verkaufen diese Anteile, um halt einfach neue Möglichkeiten uns zu öffnen, um wieder Geld zu investieren, aber sie wollen sich halt nicht von weiteren Anteilen trennen. Und das ist das wirklich Spannende, nämlich Prosus sagt, okay, wir verkaufen das Ganze, der Kurs geht wie gesagt nach unten, aber wir verkaufen nicht mehr. Und das ist für mich so ein Zeichen zu sagen, naja gut, Prosus gut, hat es verkauft, das macht das Unternehmen aber nicht schlechter, das macht das Unternehmen auch fundamental betrachtet keinesfalls schlechter und es ist halt technisch einfach ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um zu investieren. Zum Beispiel, wenn man sich den Chart über 5 Jahre anschaut, ist es, denke ich mal, ein ziemlicher No-Brainer. Wenn man sich zumindest, wie gesagt, von technischen Seite anschaut, dann über das letzte Jahr sieht man vor allen Dingen Folgendes, nämlich dass der Chart natürlich oder beziehungsweise der Wert vom Unternehmen stark nach oben gegangen ist. Jetzt gab es diesen relativ starken Rücksetzer durch ja praktisch diesen Abverkauf beziehungsweise den zukünftigen Verkauf von den Anteilen, die Prosus hält. Und jetzt haben wir natürlich folgende Situation, nämlich, dass Tencent so günstig ist wie noch lange nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass ich in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch Verluste mit Tencent machen werde, aber dass langfristig Tencent ein wirklich gutes Investment ist. Nämlich das Unternehmen hat, denke ich mal, nur einen kleinen Teil ihres Potenzials bisher ausgeschöpft. Die Profite bzw. die Umsätze und die Umsatzentwicklung ist wirklich, wirklich toll von Tencent. Und vor allen Dingen, es ist halt einer von diesen Major Playern. Sei es Alibaba oder Tencent, wenn die zum Beispiel jetzt mal günstiger angeboten werden, wie zum Beispiel halt die Alibaba ADR oder zum Beispiel halt hier die Tencent Holdings Aktie, dann ist das für mich ein Grund zu sagen, jetzt investiere ich, weil ich davon ausgehe, dass in den nächsten 5 oder 10 oder 20 Jahren die nicht ihren Monopolstatus verlieren werden, sei es beispielsweise durch Verstaatlichung oder sei es durch Auflösung, also Monopolauflösung oder was auch immer, davon gehe ich, um ehrlich zu sein, nicht aus. Bei Alibaba, gut, da kam es jetzt öfter mal schon ins Gespräch und anscheinend dieser Medienbereich soll auch ausgelagert werden, bedeutet natürlich auch nicht, dass Alibaba zerschlagen wird, aber bei Tencent, da denke ich mal nicht, dass das passieren wird, beziehungsweise da scheint es auch nicht ganz so sehr
derzeit schon im Gespräch zu sein. Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass es so schnell bei Tencent oder auch bei Alibaba tatsächlich passieren wird. Also vor allen Dingen der technische Faktor war für mich diesbezüglich ausschlaggebend, dass ich sage, gut, das Unternehmen ist dadurch nicht weniger wert im Sinne geworden, dass es halt fundamental irgendwie schlechter dargestellt ist. Die haben jetzt nicht irgendwie einen Teil ihres Unternehmens verkauft oder ein Teil ist weggebrochen durch veraltete Technologien oder es gibt jetzt keine, sag jetzt mal, irgendwie eine Rückstellung von irgendwelchen Produkten oder sowas. Das passiert ja alles nicht. Das Einzige, was wie gesagt passiert ist, ist, dass Prosus halt diese Anteile abgegeben hat oder beziehungsweise abgeben möchte, was für mich absolut kein Problem ist. Sollen sie ruhig machen. An sich, wie gesagt, ist halt Tencent ein ordentliches Unternehmen, in das man halt Geld investieren kann. Und genau deswegen habe ich halt diese Gunst der Stunde, denke ich mal, genutzt und habe jetzt hier Geld investiert. Nochmal, es kann gut sein, dass über die nächsten Tage noch die Aktie relativ stark fällt. Vielleicht auch nochmal um, was weiß ich, plus minus, sagen wir mal 3-4% oder sowas, kann sein, dass es schnell wieder nach oben geht, kann sein, dass es schnell wieder nach unten geht, aber damit, wie gesagt, muss man rechnen. Es gibt keinesfalls einen perfekten Einstiegspunkt und der Punkt jetzt, denke ich mal, scheint gar nicht so schlecht zu sein. Wenn man sich hier alleine die Kursdaten anschaut, wird man Folgendes sehen, nämlich das 52-Wochen-Hoch lag bei 82,89 €, das 52-Wochen-Tief lag bei 46,26 €, sage ich jetzt mal, was natürlich sehr, sehr viel tiefer ist, aber ich bin eingestiegen bei unter 66 €, was natürlich nicht wirklich schlecht ist. Dividende, wie gesagt, liegt bei 0,29 und KGVE da bei 36,06 €. Das heißt, so viel hat man praktisch an Return pro Aktie im letzten Jahr generieren können, was natürlich ordentlich ist. Deswegen, ich gehe davon aus, dass die Aktie nicht weiter halt im Wert fallen wird und wenn, dann ist es auch kein Problem. Ich sehe das Ganze langfristig und habe da im Echtzeit noch keinen wirklichen, sag ich jetzt mal, Preis pro Aktie, wo ich sage, da würde ich es gerne verkaufen. Ich halte das Ganze langfristig und wenn ich es dann irgendwann mal ein paar Jahren abstoße, ist das vollkommen in Ordnung. Ich denke, hier können wir mindestens noch 100% über die nächsten Jahre mitnehmen. Und dann natürlich habe ich nochmal über 1.000 € reingesteckt in Delivery Hero und da hatte ich übrigens auch ja euch schon ein paar Mal den Tipp gegeben und ich glaube, einige von euch hatten da 70% oder 80% tatsächlich mitgenommen. Da hatte ich auch mal ein Video drüber gemacht, dass einer von euch, ich glaube, 50% oder 60% damals mitgenommen hatte und wie sich das Ganze entwickelt hat. Wenn ihr nicht verkauft habt, solltet ihr jetzt zumindest 80% oder tatsächlich 90% bei diesem Investment hier gemacht haben. Übrigens für die Leute, die sich mal vielleicht darüber wundern, okay, wenn ich jetzt ein Portfolio zusammenstelle beziehungsweise Depot zusammenstelle, was sollte ich denn da so eigentlich rein tun. Ich habe mal ein Video gemacht zum Thema mein 1.000 € Aktiendepot für 2021, habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. In diesem Video praktisch spreche ich darüber, welche Aktien ich ins Depot reintun würde, wenn ich nochmal von Null starten müsste. Schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung rein, falls ihr euch das Video anschauen möchtet. Kommen wir dann also zu Delivery Hero. Also grundsätzlich natürlich Delivery Hero ist eine von diesen Aktien, wo ich halt sage, okay, die möchte ich eigentlich länger halten, bloß ich bin mir halt unsicher, ob ich es tun sollte. Mein Ziel war jetzt erstmal 140 €. Wenn es tatsächlich 140 € eine Aktie erreicht, dann gehe ich davon aus, dass ich verkaufen werde. Könnte natürlich aber auch sein, dass ich es nicht tue. Vor allen Dingen aus folgendem Grund. Nämlich, ich hatte ja schon mal gestern über das Thema Quick Commerce gesprochen, nämlich praktisch, dass Produkte innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit zu einem gebracht werden, innerhalb von meistens einer Stunde. Das ist ein Bereich, wo Delivery Hero sehr, sehr aktiv im, sag ich jetzt mal, ist. Und zum anderen, was mich besonders an Delivery Hero interessiert, ist Folgendes, nämlich dass natürlich zu Delivery Hero noch alle möglichen anderen Firmen gehören, wie beispielsweise Foodpanda oder zum Beispiel Foodora oder zum Beispiel, ich glaube, das ist eine türkische Plattform oder eine Plattform, die auch aus Türkei und Zypern, das heißt, sie haben alle möglichen Plattformen, die ziemlich genau so sind, wie zum Beispiel halt Lieferando beziehungsweise Delivery Hero beziehungsweise Foodora beziehungsweise Foodpanda in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ländern. Das heißt, es gibt nicht nur diese eine Plattform, die Delivery Hero betreibt, sondern ganz, ganz viele unterschiedliche Plattform, die alle praktisch separat voneinander existieren, die aber alle halt schnell am Wachsen sind. Und ich glaube einfach nicht, dass dieser Trend aufhört. Und genau deswegen gehe ich davon aus, dass all diese kleineren Unternehmen immer mehr Umsatz machen werden, was sich übrigens auch bei den meisten von diesen kleineren Unternehmen gezeigt hat, was natürlich auch wieder dafür spricht, dass das Unternehmen an sich, Delivery Hero, sich weiterentwickeln wird, mehr Umsatz erzielen wird, mehr investieren wird und dementsprechend vielleicht auch im Wert stärker steigen wird. Und eine Person hatte gestern Folgendes geschrieben unter einem der Videos von mir, nämlich das Ding ist halt, Lieferando hat Delivery Hero bzw. Lieferheld für 1 Milliarde gekauft. Das ist auch bis zu einem gewissen Grad korrekt, nämlich Lieferando hat praktisch, soweit ich das sehe, Delivery Hero übernommen, aber Delivery Hero ist bis zu einem gewissen Grad immer noch, sag ich jetzt mal, ein eigenständiges Unternehmen oder es ist ein eigenständiges Unternehmen und die haben sich, natürlich hat Lieferando Delivery Hero übernommen, aber es kam da eher zu einem Zusammenschluss auch. Das heißt, dass sie praktisch eine Symbiose gebildet haben, sodass sie halt mehr vom Markt bekommen können. Und ich sehe das nicht unbedingt als etwas Schlechtes, sondern definitiv als etwas Positives und mich hat das keinesfalls irgendwie demotiviert zu sagen oder demotiviert davon Geld zu investieren.
Deswegen, ich werde Delivery Hero auf jeden Fall halten noch für einige Zeit. Ich meine, der Chart ist wie gesagt sehr, sehr schön. Ich hatte jetzt vor einigen Tagen nochmal investiert, hatte so diese Kurskorrektur mitgenommen und ich glaube, wir sind übrigens immer noch in der Korrektur, beziehungsweise die nächste Korrektur wird sicherlich bald kommen, aber danach geht es sicherlich wieder nach oben und ich muss einfach schauen, wie lange ich es halten werde. Mein Kursziel ist 140 und wahrscheinlich bei 140 werde ich es dann auch wieder verkaufen. Vielleicht. Es könnte also sein, dass ich noch länger halte, aber ich gehe mal davon aus, dass ich bei 140 verkaufe und dann, wie gesagt, nehme ich hier vielleicht mal ein paar Prozent mit. Delivery Hero ist übrigens eins meiner besten Investments ever. Ich habe wirklich sehr, sehr viel Geld mit Delivery Hero gemacht und hoffe natürlich jetzt mal ein bisschen einfach mitnehmen zu können. Genau, das war es heute hier für dieses Video. Link nochmal zu diesem Video hier befindet sich in der Videobeschreibung drin, nämlich mein 1000 Euro Aktiendepot für 2021. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.